Die Börse hängt aktuell von dem Inflationstreiber schlechthin ab, den Energiepreisen. Die Energiepreise wiederum hängen an der Nachfrage und die Nachfrage ihrerseits am Wetter, vor allem beim Thema Erdgas. Bekommen wir einen milden Winter, dann dürfte es reichen mit den aktuellen Speichern und Einspeicherungen. Wird der Winter allerdings streng, dann wird es vielleicht doch eng. Wie sieht's denn von der Großwetterlage aktuell aus für die harten Monate Dezember bis Februar? Schauen wir uns das mal an. Heute mache ich mal was, das habe ich vorher noch nie gemacht, nämlich einen Bezug herzustellen von einem Aktienmarkt zu so einem Phänomen wie dem Wetter. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, inwiefern dieser Zusammenhang in diesem Jahr tatsächlich auftreten könnte. Und da gucken wir uns das mal näher an. Vorab muss ich sagen, bin kein Wetterexperte. Auch wenn ich mal eine Zeit lang überlegt habe, so in die Geoökologie, also in die Klimaforschung zu gehen, finde ich ein ganz spannendes Thema. Aber von daher seien Sie, gehen Sie nicht zu hart mit mir ins Gericht. Beziehungsweise, wenn es unter Ihnen den einen oder anderen Wetterexperten gibt und er sagt, Mensch, da gibt es noch super Daten an der und der Stelle, dann sehr gerne später können wir uns darüber noch austauschen. Vorab, das Börsenwetter ändert sich auch für alle möglichen Assetklassen und für eine Assetklasse ist das Börsenwetter im Winter besonders gut. Da haben Kollegen von mir mal einen Report zu verfasst und führen einen richtigen Trade durch, der sich über die nächsten Wochen erstrecken wird. Die sind jetzt kurz vorm Einstieg. Wenn Sie da mitmachen wollen, ist kostenfrei. Schauen Sie sich das einfach mal an, hier auf dem Link, der mit abgedruckt ist. Ja, die Börse in diesem Jahr hängt wie immer, Börse ist ja ein komplexes Geschehen, von allen möglichen Faktoren ab. Ich habe hier mal alles Mögliche aufgezeichnet, was so alles mit reinspielt in die Frage, ob der DAX morgen steigt oder fällt. Und ein Faktor dabei ist schon immer gewesen, ein Stück weit, aber manchmal vielleicht weniger, aktuell vielleicht mehr, die Natur. Also wir hatten ja sowas schon wie Naturkatastrophen, Epidemie, haben wir alle erlebt, wie das den Aktienmarkt beeinflusst. Und aktuell könnte es aber auch sein, dass uns hier einfach das Wetter stark tangiert. Also der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat ja beschrieben, das könnte hinkommen mit den vollen Gasspeichern im Winter. Aber es wird ganz entscheidend davon abhängen, so hat er gesagt, ob wir einen strengen oder einen milden Winter bekommen. Wenn der Winter mild wird, dann dürfte das eigentlich so reichen nach den Hochrechnungen. Wenn er allerdings streng wird, dann wird es schwierig. Und dazu habe ich Ihnen mal als erstes eine Grafik mitgebracht, die zeigt, wie sehr denn der Energiebedarf, vor allem beim Erdgas, abhängt, einfach nur von sowas Einfachem wie der Temperatur. Und dazu ist hier mal aufgezeichnet für jede Kalenderwoche der durchschnittliche Tagesverbrauch an Erdgas seit irgendwie 2017. Und in die blauen Punkte, das ist jetzt dieses Jahr. Und da sieht man, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang. Je kälter es wird, also hier von 20 Grad auf minus 10 Grad, umso stärker ist der Verbrauch. Und dann ist ziemlich klar, dass das der größte Faktor ist. Also selbst wenn wir einsparen, aber haben hier einen Hammerwinter vor uns, dann, so zumindest Bundesnetzagentur, dann wird es kritisch in diesem Winter. Also von daher wäre natürlich eine wichtige Frage, wie soll denn der Winter werden? Und da ist natürlich so die Frage, ob man jetzt auf Wetterschätzungen für die nächsten Wochen und Monate überhaupt was geben kann. Es gibt ja alle möglichen Sprichwörter so rund um das Thema, kräht der Hahn auf dem Mist, wird sich das Wetter ändern oder es bleibt, wie es ist, so ungefähr geht es ja. Aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja da trotzdem recht, sinnvolle Schätzungen. Und meine erste Anlaufstelle war der Deutsche Wetterdienst. Und der tatsächlich gibt ja regelmäßig Prognosen raus darüber, wie mild oder streng so ein Winter werden kann. Und das ist hier die Grafik, die sie gezeigt hat. Und der Deutsche Wetterdienst geht tatsächlich von einem relativ milden Winter aus. Relativ mild heißt, Sie sehen hier lauter so orange Grafiken. Und man sagt, dass so der Winter ungefähr ein halbes Grad bis ein Grad wärmer werden dürfte. Und zwar mit recht guter Verlässlichkeit. Also die grünen Ampeln sagen, dass man hier eine relativ hohe Prognosegenauigkeit habe. Ich habe allerdings nirgends genau gefunden, was das heißen soll, hohe Prognose
Kraft. Also heißt das mit 20% Wahrscheinlichkeit oder mit 80? Das habe ich jetzt nicht rausgefunden, aber zumindest überdurchschnittlich gut vorhersagbar und jetzt nicht ein super heißer Winter, aber eher überdurchschnittlich warm. Das würde uns natürlich gewaltig helfen, also jedes Grad macht ja hier ordentlich etwas aus. Jetzt die Frage, gut, für uns Deutsche wäre es natürlich toll, aber wenn jetzt nur bei uns in Deutschland das Wetter warm ist, kommen wir vielleicht mit unseren Speichern hin. Aber wir sind ja, das haben wir ja auch gelernt, sehr stark verbunden und abhängig auch von unseren europäischen Nachbarn. Und wie soll es denn da aussehen? Und hier ist eine Grafik, die zeigt so mal die Großwetterlage über den Winter für Europa. Und da geht man davon aus, dass vor allem in Skandinavien der Winter überdurchschnittlich warm wird. Allerdings hier die Großbritannien wird eher ein ziemlich strenger Winter erwartet. Und bei uns, wie gesagt, so dieses hellorange eher leicht überdurchschnittlich von den Temperaturen. Würde also bedeuten, zurückgesprochen auf den Aktienmarkt, heißt, wir würden hinkommen mit den Energiespeichern. Das heißt, das würde sich wahrscheinlich dann auch auf die Energiepreise auswirken, in vorteilhafter Hinsicht. Und das könnte der Aktienmarkt dann durchaus feiern, wenn wir dann merken im Dezember, Januar, Mensch, wir kommen ja ohne weiteres hin und müssen auch keine an Industrie runterfahren oder so. Das wäre also durchaus was, was den Aktienmarkt beflügeln könnte. Ja, und jetzt als Rausschmeißer noch, eigentlich ist ja das Thema nicht nur auf Europa begrenzt, sondern irgendwie über die ganze nördliche Hemisphäre. Und da gibt es alle möglichen Informationen zu, zum Beispiel in den USA wird jedes Jahr der Old Farmers Almanac veröffentlicht. Da geht es darum, wie denn da die Prognosen sind für den Winter. Und der sagt, dass es so zweigeteilt ist, ein Teil der USA besonders warm, andere besonders kalt. Und eine Grafik, die ich aber gefunden habe, die in den sozialen Medien irgendwie auch viral gegangen ist, war eine Darstellung, in der die arktische Kälteblase gezeigt wurde. Und zwar 2021, also das hier ist 2021 und 2022. Und da sieht man, dass sich gerade, die Zahlen sind vielleicht ein bisschen zu klein, um sie zu erkennen, hier diese Blase um 15 Grad in der Spitze hier kühler ist, über minus 80 Grad, als im letzten Jahr. Und These des Autors war, dass diese Blase sich dann über den Winter über die nördliche Hemisphäre erstreckt. Und weil sich da jetzt extrem viel Kälte durch bestimmte Wetterphänomene angesammelt hat, dass es sozusagen bezogen auf die ganze nördliche Hemisphäre ein wirklich strenger, richtig kalter Winter wird. Und das würde natürlich die angespannte Lage an den Energiemärkten ja noch weiter befeuern. Das ist dann aber heftig in Zweifel gezogen worden. Manche haben gesagt, nee, so kann man es nicht rechnen, muss andere Daten angucken. Tja, an der Stelle übersteigt das Ganze auch meine Kompetenz. Ich wollte es Ihnen aber einfach mal mitbringen, dass das ein Faktor für diesen, zumindest für dieses Jahr, sein kann. Ja, und alles Weitere können wir dann gerne weiter besprechen. Also wie gesagt, wenn Sie sagen, Mensch, da gibt es besonders gute, verlässliche Wettermodelle, von denen schauen Sie sich die mal an, dann können wir das gerne nachher weiter diskutieren. Und ansonsten wünsche ich uns allen ein gutes Wetter über den Börsenwinter.